Hallo, ist die Super. Ich bin hier in Disney Sequoia Lodge und heute geht es mal wieder zum Abendbuffet in den Hunter's Grill und ich nehme euch natürlich mit. So, wir wollen schon mal eben kurz auf die Karte schauen. Es ist ein All-Can-Eat-Buffet, sprich unlimitiertes Futtern. Und da könnt ihr mal sehen, was es hier kostet. Für Erwachsene 37,99 und für Kinder 25,99. Den Kindern ist ein kleines Getränk dabei, bei den Erwachsenen gar nichts. Das kostet extra. Könnt ihr hier mal sehen. So. So, beispielsweise eine Coca-Cola für 5,10 €. So, es gibt natürlich auch eine Geburtstagstorte, wenn ihr Geburtstag habt, für 35 €. Also, das geht nachher los um 18 Uhr. Ihr braucht auf jeden Fall eine Reservierung, wenn ihr hier rein möchtet. In den Hunter's Grill. Also die Reservierung nicht vergessen. Entweder in der City Hall oder ihr macht es online mit der App. Wobei das bei mir heute nicht funktioniert hat. Also da musst ihr dann doch in die City Hall. Aber also falls mal bei der App gesagt wird, es ist alles ausgebucht, dann fragt nochmal in der City Hall nach, weil meistens gibt es auch Plätze, gerade in Hotelrestaurants. So, also, um 18 Uhr geht's hier los und wir sehen uns nachher wieder dann am Buffet. Bis gleich. Je crois. Ça, c'est pas pour toi.
Thank you.
Na, ich hoffe, es hat euch auch genauso geschmeckt wie mir. Es war wieder super lecker. Man kann es so empfehlen. Kostet zwar eine Stange Geld, aber wenn man so ein bisschen mehr Appetit hat und man was Tolles essen will, dann kann man hier gut herkommen. Also, das war der nächste Opa hier aus der Disney Sequoia Lodge, hier vom Hunter's Grill. So heißt das Restaurant hier, ne, aus dem Disneyland Resort Paris, würde ich sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lecker.